Hallo, moin, liebe Kluhgemeinde, liebe Schrauber. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar sind wir gerade im Urlaub auf Usedom und sind eine Woche in Lobbe gewesen auf einem Campingplatz, da wo wir jedes Jahr hinfahren. Aber ich glaube, für die nächsten Jahre haben wir ein neues Ziel. Wir befinden uns jetzt hier in Ummanz. Und in Ummanz hat ein Klugkollege, den ich aus dem Forum kenne, ein kleines Hostel für Surfer und ähnliches. Hier gibt es Hütten, wie ihr eben schon gesehen habt. Das ist Privatanlage. Ich werde gleich mal ein bisschen rumgehen. Und da hinten gibt es ein Baumhaus, was man mieten kann. Ein Tiny House und da werden wir jetzt mal hingehen. Auch für Kinder ist hier einiges gemacht. Ein paar Spielgeräte. Bisschen was zum Klettern. Ganz nett angelegt hier. Hier ist das Tiny House mit durch die Bäume Blick aufs Wasser. Da oben ein schönes Baumhaus. Kann ich leider jetzt nicht mehr näher reingehen und ähnliches. Das ist nämlich schon wieder vermietet. Das ist wohl ein bekannter Punkt in der Surfer-Szene und Kiter-Bereich, weil das ist so das Gros, was sich hier rumtreibt. Der Betreiber selbst hat auch eine Surfschule, ich schätze mal so 150, 200 Meter weiter in diese Richtung befindet sich nämlich ein Campingplatz und dort hat er seine Surfschule. Hier haben wir nochmal das Baumhaus, aus näherer Nähe. Findet sich noch mal eins von diesen sogenannten Tiny-Häusern. Ich gehe mal kurz hier hin, wenn man sich das denn vorstellt. Man ist oben auf dem Baumhaus drauf. Da hat man einen schönen, unverbauten Blick bis Richtung Ostsee. Hier ist die Spielmöglichkeit und Klettermöglichkeit für die Kinder. So, nochmal. Ich habe das mal auf Querformat gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser geht. Netter Außenbereich, wo man nachher schön sitzen kann. Ab 17 Uhr hat die Küche auf. Alles nett angelegt. Saubere Waschhäuser. Es reicht, es ist alles da, was man benötigt und es reicht völlig aus. Mehr braucht der Mensch nicht. Relativ neu errichtetes Waschhaus für Männlein und Weiblein. Es ist gerade auch keiner drin. So, ganz normal, das kennt jeder. Ne? Gehen wir nochmal rüber in den Waschbereich. Genügend Waschbecken, also hier kommen auch Schulklassen und ähnliches her. Deswegen auch diese große Anordnung. Auch das ist ausreichend mit Vorhängen. Man kann hier duschen, zahlt hier auch, so wie ich das sehe, keine Münzen. Also duschen frei. Da gehe ich jetzt mal von aus. Genaueres müsst ihr dann über die Homepage euch heranholen, nachlesen. Hier vorne ist die Anmeldung. Und sonst muss man halt einmal übers Grundstück gehen und den Betreiber nach dem Namen des Betreibers rufen. Er läuft hier dann irgendwo rum oder einer seiner Kollegen. Das ist das Schild, das Eingangsschild.
nachdem von welcher Seite ihr kommt. Wir kamen von dieser Seite. Seht ihr dann dieses nette Schild. Und dann wisst ihr, ihr seid angekommen am Surf Hostel. Also wie gesagt, die Anlage sehr schön angelegt. Alles da, was man braucht. Ich versuche nachher nochmal oder gleich nochmal in die Häuser hier vorne reinzugehen. Das ist so für die Jugendgeschichte, denke ich mal, gedacht. Er hatte schon ein bisschen erzählt. Wir hatten uns unterhalten, dass dort Etagenbetten drin sind. Und ja, für die Gruppengeschichte. Also auch sehr nett. Ich schaue mir gleich mal an, ob wir da rein können. Mal sehen. Also hier ist wirklich ruhig, eine ganz ruhige Ecke, im Gegensatz zu den üblichen Ballungszentren, wo man hinkommt. Mit Wohnmobilen, ja, ist jetzt so, weil er natürlich bei uns aus dem Forum kommt und wir beide schon Kontakt hatten, er nicht. Und ich sagte, Mensch, wenn wir das nächste Mal da sind, dann komme ich mal hoch. Und das haben wir jetzt getan. Wir stehen jetzt hier bei ihm auf seinem hinteren Ecke, da ist Strom und alles. Ja, muss man mal im Einzelnen klären. Dem so. Aber wie gesagt, das müsst ihr alles selber mit ihm klären. Da habe ich keine Aktien drin. Wie gesagt, ruhige Ecke. Wer entspannen will, wer runterkommen will, denke ich mal, ist diese Ecke genau die richtige. So Leute, das ist der Ausblick vom Tiny House auf der Terrasse. Herrlich! Das ist eins von den Tiny Häusern. Zwei Erwachsene. Hier kannst du noch ein Bett rausmachen aus dem vorderen Bereich. Und ich finde das total geil. Hat er alles selber gebastelt oder die Jungs alle zusammen, wie auch immer. Und hier eine Holzwerkbank umfunktioniert zur Küche. Ist alles drin, was ihr braucht. Ist toll. Also ist wirklich toll. Ups. Hängen geblieben an der Fußmatte. Guck mal, Dusche, Boiler, ein Spin. Sehr schön.